Große Börsencrashs, kommen die aus heiterem Himmel oder zeichnen die sich vorher ab? Wie war die Lage zum Beispiel in den Jahren 2001 und 2008? Und was heißt es für die Situation heute möglicherweise? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die Apothekenumschau. Die hat vor Jahren einen Artikel gemacht, in der sie endlich mal die Finanzkrise erklärt hat. Sie hat sich da bezogen in dem Artikel auf ein Experiment von John Coates. John Coates, ein Neurowissenschaftler, der auch mal Trader bei Goldman Sachs war. Und in diesem Experiment, da haben die den Aktienhändlern mal ordentlich Cortison gespritzt, haben die damit also unter Stress gesetzt auch. Und die hätten dann die Panik bekommen jeweils, die Risikoneigung bei denen sei stark zurückgegangen. Und so sei es dann eben auch in der Finanzkrise als Ganzes gewesen. Stress auf breiter Front, sodass keiner mehr die Gewinnchancen gesehen hätte und die Märkte irrational eingebrochen seien. Und jetzt wissen Sie auch gleich, welche Zeitschriften Sie lesen müssen als Anleger. Apothekenumschau, das ist es. Aber man hört das ja auch jetzt wieder oft. Angst ist kein guter Ratgeber an den Börsen und schon Warren Buffett hat ja auch mal gesagt, sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind. Und die anderen sind ängstlich im Moment. So viel steht schon mal fest. Das hier, das ist eine Grafik von Bloomberg, die zeigt den Anleger-Pessimismus aus einer Umfrage von der American Association of Individual Investors. Man sieht hier, die Anleger sehen extrem schwarz. Der Pessimismus hat den höchsten Stand erreicht seit dem Jahr 2009. Was vom Sentiment her ja eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil die anderen haben dann ja sozusagen alles schon verkauft. Und es ist ja auch bekannt, 2009, also als der Pessimismus schon mal so schlecht war, da war ja die Finanzkrise an den Börsen eigentlich schon durch. Und es war der Start einer jahrelangen Rallye. Und für heute würde das vielleicht heißen, naja, so schlecht ist die Marktlage vielleicht gar nicht. Am Ende ist es sogar ein guter Kaufzeitpunkt. Es gibt einige Analysten, die sehen das auch so und die haben auch gesagt in letzter Zeit, sie würden jetzt kurzfristig eher wieder mit einer Erholungsrallye auch rechnen. Und tatsächlich am Mittwoch zum Beispiel, da hat es auch einen starken Rebound gegeben. Da war FED-Sitzung, die FED hat die Zinsen angehoben, erwartungsgemäß um 0,5%. Es gab aber keinen Riesenzinsschritt, was viele befürchtet haben. Und die FED hat eben indirekt auch erklärt, dass man sowas auch nicht vorhat. Und der Dow daraufhin ist er dann um 2,8% nach oben gesprochen, Nasdaq 100 Index sogar um 3,2%, sodass man Mittwochabend durchaus hätte denken können, das, was die FED jetzt so vorhat und was man ja weiß und wo sich viele furchtbar davor fürchten auch, das erschreckt die Börsen jetzt nicht mehr und ist in den Kursen offensichtlich schon enthalten. Nur, dann kam der Donnerstag und von wegen alles schon eingepreist. Am Donnerstag haben sich dann viele anscheinend gesagt, ohne Erholung jetzt aber wirklich nichts wie raus und haben ihre Aktien da auf den Markt geworfen und haben auch ihre Anleihen auf den Markt geworfen. Die Zinsen sind weiter gestiegen bei den 10-jährigen Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit auf über 3% jetzt und der Dow ist um über 3% gefallen am Donnerstag, Nasdaq 100 Index sogar um über 5% und am Freitag sind sie dann noch weiter runter. Also jetzt eben erst recht hohe Volatilität, hohe Unsicherheit und viele, die sich jetzt erst recht auch Sorgen machen. Steht uns ein Crash bevor, so wie 2001 oder 2008, wo sich dann eben der gesamte Markt noch mal richtig halbiert oder vielleicht noch schlimmer. Es gibt ja viele Anleger, gerade die Jüngeren, die sind der Meinung, na Crash, das haben wir doch gerade hinter uns jetzt. Die Börsen sind doch schon massiv gefallen und sie können jetzt eigentlich nur noch steigen. Das ist aber leider nicht so. Für viele Einzelaktien gilt das, so dass man, wenn man da betroffen ist, dass sich das vielleicht schon anfühlt wie ein Crash. Aber auf der Gesamtmarktebene, gerade in USA oder in Europa auch, da ist das Ganze ja harmlos gewesen bis jetzt. Wenn wir uns den breiten S&P 500 Index zum Beispiel anschauen, auf 5 Jahre. Im Vergleich zu dem, um was er gestiegen ist die letzten Jahre, da ist es bis jetzt nur eine kleine Korrektur gewesen. Um nicht zu sagen, eine kleine Delle.
Genauso der Nasdaq 100, der hat schon stärker korrigiert die letzten Monate. Es gibt da ja, wie gesagt, etliche Werte, die es hart getroffen hat. Und er ist jetzt auch angeschlagen, hat letzte Woche auch ein neues Jahrestief erreicht. Aber auch da natürlich kein Anstieg im Vergleich, Entschuldigung, kein Vergleich mit dem Anstieg vorher. Es steht immer noch doppelt so hoch wie vor 5 Jahren. Und auf lange Sicht ist sowieso klar, das ist er seit der Finanzkrise und von seinem Tief damals liegt er ja immer noch ungefähr beim Zehnfachen. Das heißt, es gibt theoretisch zumindest jetzt eben schon noch eine gewisse Fallhöhe. Aber ist es auch wahrscheinlich, jetzt wo das Sentiment ja sowieso schon so schlecht ist? Die Erinnerung trügt manchmal. Über diese letzten großen Crashs, da hat man so im Kopf, ja, die Börsen waren damals haushoch überbewertet und die Anleger waren total euphorisch damals und dann, peng, dann hat es gekracht. Und das ist ja auch so die Berichterstattung dann, so im Nachhinein, wo jeder klüger ist, völlig klar. Also 2001, massive Überbewertungen, dann fliegen Flugzeuge ins World Trade Center und das war's. Oder 2008, Lehman Brothers bricht zusammen und das war's. Ganz genau, ganz so ist es aber nicht. Also nehmen wir den DAX hier in der Dotcom-Blase, den es da über eigentlich aber auch gar nicht so hätte treffen dürfen, wenn es wirklich nur eine Dotcom-Blase gewesen wäre. 1999 bis 2004. Er war in der Spitze bei über 8000 Punkten und das Tief war bei 2200. Er ist also abgestürzt in 3 Jahren um fast 75%. Ein Blue-Chip-Index. Der Anschlag aufs World Trade Center, das war am 11. September 2001, war unvorhersehbar natürlich und da ist er dann auch noch mal massiv eingebrochen. Aber was wichtig ist, er ist vorher schon seit 1,5 Jahren permanent nach unten gegangen, hat fast 3000 Punkte vorher schon verloren. Das Sentiment ist auch immer schlechter geworden. Und vom 11. September an, da hat er sich dann ja kurzfristig sogar schnell wieder erholt. Da war dann ein starker V-förmiger Anstieg und das war dann eben ganz besonders fies, weil von dem Zwischenhoch dann 2002, wo man hätte denken können, jetzt haben wir es aber wirklich hinter uns, da hat er sich dann eben noch mal mehr als halbiert. Was ich damit sagen will, natürlich, das Ganze war damals schon klassisch zu viel Euphorie im Jahr 2000, nach einer jahrelangen Rallye natürlich, und zu viel Pessimismus dann im Jahr 2003. Aber es war eben nicht aus heiterem Himmel, sondern es haben sich schon Sorgen aufgebaut, Stück für Stück, bis es dann eskaliert ist. Und das Attentat aufs World Trade Center, das war bei dem Ganzen auch nicht unbedingt so entscheidend. Man kann also durchaus eine Marktentwicklung eben haben, die erstmal ausschaut wie so eine Art geordneter, langsamer Rückzug, so wie jetzt eben auch, und dann bricht der Markt aber trotzdem nochmal um 50% ein. Finanzkrise das gleiche, der Dow Jones Index von 2006 bis Mitte 2009. Lehman Brothers sind zusammengebrochen im September 2008, auch das ein großer Schock. Es hat sich aber auch da vorher schon was zusammengebaut. Also Immobilienmarkt, die Subprime-Anleihen, dann die großen Hypothekenfinanzierer, die da plötzlich in Schieflage gekommen sind. Und der Dow ist da auch fast schon ein Jahr nach unten gegangen. Es hat sich Druck aufgebaut, auch im System. Und die Börsen wären damals dann unterm Strich natürlich noch viel, viel stärker gefallen, wenn es damals nicht diese dramatischen Rettungsaktionen gegeben hätte von der US-Notenbank und auch riesige Staatshilfen, riesige Bankenrettungsprogramme und so weiter. Aber wie auch immer, diese Crashs sind nicht über Nacht gekommen, sie haben sich abgezeichnet, sie haben sich aufgebaut auch. Und es war auch völlig kontraproduktiv, wenn man gesagt hätte, Anfang 2001 oder Anfang 2008, ich kaufe jetzt, weil die Stimmung schon so schlecht ist. Das Geld war schneller weg, als die Sentimentanalyse hätten sagen können. Und die Charttechnik hätte da auch nur, ja, bedingt geholfen, weil im Prinzip waren wir ja noch in langfristigen Bullenmärkten und da weiß man nie, ist es jetzt wieder nur so ein Rücksetzer oder ist es jetzt doch was Schlimmeres. Und wenn wir es dann wissen, ist auch fast schon zu spät. Was sind mögliche Warnsignale?
Ich habe im März ein Video gemacht zu dem Phänomen der inversen Zinskurve und inzwischen ist sie ja auch invertiert in den USA. Die Zinsen auf Anleihen mit zweijähriger Laufzeit waren zum Beispiel höher dann als Zinsen auf zehnjährige Staatsanleihen. Jetzt ist es aber wieder nicht mehr so, jetzt sind sie wieder leicht drunter. Aber so plump das Ganze ist mit dieser Zinskurve, sie war bis jetzt kein schlechter Indikator für harte Marktkorrekturen. Hier haben Sie es nochmal ganz plastisch von der Webseite vom Data Driven Investor. Der Renditeabstand von zweijährigen Anleihen zu zehnjährigen Anleihen in den USA. Das Ganze ist passiert im Jahr 2000 oder eigentlich vorher schon die Invertierung. Dann ist es passiert im Jahr 2007 und es ist wieder passiert im Jahr 2018, wo die US-Börsen dann ja auch korrigiert haben, wo das Ganze dann nur schnell eingefangen worden ist, wieder durch die Fed mit sofortigen Leitzinssenkungen. Und die Grafik hier, die geht leider nur bis Januar, aber wie gesagt, inzwischen sind wir eben auch wieder da. Und eine inverse Zinskurve, die zeigt eben ganz einfach, dass der Markt mittelfristig von einem deutlichen Wachstumsrückgang ausgeht. Aber dazu mehr, wie gesagt, in meinem Video vom März. Das Problem im Moment ist aber auch der starke Zinsanstieg an sich. In den USA, der Zins für diese Zehnjährigen, der ist jetzt bei über 3% eben. Im März war er noch bei 1,7%. Also das muss man sich schon auch mal vorstellen. Und dass das ein Problem ist, das ist ja bekannt, weil man muss sich ja einerseits die Frage stellen, also wie kommt die Wirtschaft zurecht mit diesen deutlich höheren Zinsen plötzlich? Und gleichzeitig, wie attraktiv sind jetzt im Moment noch Aktien, Immobilien, Gold und so weiter, wenn ich auf Staatstitel plötzlich wieder 3% kriege? Sie sind natürlich in der Tendenz zumindest nicht mehr so attraktiv. An sich sind steigende Zinsen ja erstmal kein Problem für die Börsen, weil sie eine wachsende Wirtschaft signalisieren, bis man dann eben an einen Punkt kommt, wo sie für die Börsen dann doch ein Problem sind. Nur ab wann ist das so? Ab wann sind sie ein Problem? Ich habe Ihnen das hier schon mal gezeigt. Das ist aus dem wunderbaren Guide to the Markets von JP Morgan. Die veröffentlichen den einmal im Quartal. Da sind viele Daten und Grafiken dann drin. Und das hier ist eine Auswertung über viele, viele Jahre, bis zu welchem Zins von zehnjährigen Staatsanleihen entwickeln sich Zinsen und Aktien in die gleiche Richtung und ab wann ist es dann entgegengesetzt. Unten das Zinsniveau und seitlich, das ist jetzt nicht die Performance, sondern die Korrelation zwischen den beiden. Grau sind die Jahre 1965 bis Anfang 2009. Da war der Wendepunkt bei einem Zins von 4,5%. Ab da haben sich die Aktien gegenläufig entwickelt zu den Zinsen. Und interessant ist, seit 2009, hier in Grün, da war dieser Wendepunkt dann nur noch bei einem Zins im Durchschnitt von 3,6%. Die Börsen sind also anfälliger geworden. Sie leiden schon früher unter steigenden Zinsen. Und zwar wahrscheinlich einfach darum, weil sie jetzt natürlich höher stehen und weil sich die Wirtschaft und das ganze System vermutlich auch immer stärker dran gewöhnt haben an diese niedrigen Zinsen und davon ja vielleicht auch abhängiger sind. Und es kann durchaus eben sein, dass dieser Punkt, diese Belastungsgrenze inzwischen eben noch weiter unten ist. Und wir sind ja schon bei 3% Zins auf Zehnjährige. Und Phasen, in denen die US-Notenbank drosselt, die sind für die Börsen sowieso immer schwierig. Und wir sind jetzt aber in der Lage, wo die Fed drosseln muss, eigentlich, sie muss sogar im Grunde stärker drosseln als in den letzten Jahrzehnten jemals wegen der hohen Inflation. Das ist der amerikanische Leitzins seit den 70er Jahren. Ganz am Anfang gab es hohe Inflation, darauf hat die Fed aber drastisch reagiert, Anfang der 80er. Und wenn wir da wieder hinkommen sollten, dass sie so drastisch reagieren muss, das wäre für die Börsen ein absolutes Desaster, ist völlig klar. Seitdem sind die Leitzinsen aber immer weiter runtergegangen, wegen verschiedener Krisen, aber auch, weil man dachte, man kann sich das leisten natürlich. Und es hat aber zwischendrin auch immer wieder Straffungsversuche gegeben. Das hat nur nie lang gedauert. Und wenn wir uns die drei letzten großen Marktkorrekturen anschauen, die vor der Corona-Krise, Corona-Krise lasse ich weg, das ist eine Sondersituation,
Aber die übrigen, nämlich eben Crash von 2000 bis 2003 oder Finanzkrise 2008 oder diese kleine Korrektur von 2018, dann ist völlig klar, es waren immer Phasen, in denen die Fed versucht hat, den Zins anzuheben. Und damit hat sie dann aber in der Wirtschaft und an den Märkten Stress jeweils erzeugt, sodass die wieder zusammengeklappt sind. Und der Witz ist aber auch, das Zinsniveau, bei dem diese Belastungsgrenze eben erreicht war, das ist von Krise zu Krise immer deutlich noch weiter runtergegangen. Und was jetzt diese letzte Korrektur betrifft von 2018, die war ja eigentlich ein Erfolg der Geldpolitik, weil da die Notenbank eben schnell reagiert hat und die Wirtschaft und die Börse schnell wieder aufgefangen hat durch Leitzinssenkungen, wo ja viele auch sagen, da hat der Fed-Put gegriffen und den haben wir ja glücklicherweise immer in der Hinterhand. Aber leider zurzeit haben wir ihn eigentlich nicht mehr, weil jetzt ist nämlich der Inflationsdruck so hoch, dass die Fed die Zinsen einfach nicht mehr so stark senken kann in der Krise. Heißt das, ein Crash ist unvermeidlich? Nicht zwingend, würde ich sagen. Also die Berichtssaison zum Beispiel, die war jetzt überraschend gut eigentlich. Das kann die Märkte auch stützen. Und dann gibt es ja inzwischen auch einige Analysten, die sagen, ja, die Inflation, die wird in ein paar Monaten wieder zurückgehen. Dazu mehr auch in meinem Gold-Video neulich, von letzter Woche. Und das wäre natürlich auch sehr hilfreich, wenn die Inflation jetzt wirklich wieder zurückgeht. Aber unterm Strich, ich würde schon sagen, wir haben im Moment wirklich ein Problem. Wir sind in einer kritischen Marktlage mit einem überdurchschnittlichen Risiko. Und jetzt höre ich natürlich wieder einige Zuschauer sagen, ja, bla bla bla, was soll das ganze Gelaber? Sag uns doch einfach, ob jetzt ein Crash kommt oder nicht. Und früher gab es auch immer viele Kommentare so in die Richtung, dann sag uns doch wenigstens, wo dann nach dem Crash die Chartwendemarken sind und dann am besten noch die Lottozahlen vom nächsten Samstag. Wir sind aber an der Börse hier. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt eine Rechenaufgabe richtig zu lösen hätten, sondern wir sind eben konfrontiert mit Millionen anderen Anlegern und die wollen auch alle Geld verdienen und die wollen auch alle kein Geld verlieren, vor allem auch. Und die stellen sich auch alle jetzt die Frage, wo stehen wir und wie glauben wir jetzt, dass die anderen Anleger wiederum alle reagieren? Ob die vielleicht dann eben auch unter Stress kommen und irrationale Entscheidungen möglicherweise auch treffen. Nur eine Entscheidung ist eben auch nur dann irrational, wenn es objektiv eine bessere, rationale Entscheidung gegeben hätte. Und ein Panikverkauf kann auch rational sein. Insofern, das System ist komplex zu jedem Zeitpunkt übrigens und darum gibt es eben auch keine objektiven Wahrheiten. Ich sage das vor allem für die, die Geld verloren haben in den letzten Monaten, die vielleicht sauer sind oder die eben denken auch, sie hätten Fehler gemacht und sie wollen jetzt nicht noch mehr Fehler machen. Man muss aber auch weg an der Börse von diesen ganzen Machbarkeitswahn, dass man eben glaubt, ich muss nur das und das eben richtig machen an der Börse und dann habe ich automatisch immer Erfolg. So ist es wahrscheinlich nicht und das kann auch nicht als Anleger ihr Anspruch sein an sich selbst. Und auch dazu gibt es zum Glück ein Zitat von Warren Buffett, der eben auch mal gesagt hat, ab und an Geld zu verlieren. Das gehört zum Investieren dazu. Du kannst es nicht verhindern. Und wenn der das schon sagt, dann stimmt es sicherlich auch. Investieren heißt eben, dass man Risiken eingeht. Man hat aber natürlich auf der anderen Seite in der Hand, welche Risiken man eingeht. Und ich werde jetzt demnächst auch ein Video dazu machen, was man tun könnte, zum Beispiel jetzt, wenn man von einem negativen Szenario ausgeht, also von fallenden Börsen. Und außerdem wird es hier auch in nächster Zeit um die grundsätzliche Frage gehen, sind wir vielleicht in einer Situation, die schon so verfahren ist im Moment, dass uns eine gewisse Vernichtung von Wohlstand und von Werten einfach auch bevorsteht, die wir auch gar nicht mehr verhindern können, weil es eine logische Konsequenz ist aus dem, was bis jetzt passiert ist.
Und ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei bei diesen Videos, vielleicht ja auch als Abonnent von diesem Kanal. Ich weiß, dieser Hinweis, der kommt jetzt viel zu spät, weil die meisten Zuschauer sind schon längst weg und woanders. Aber wenn Sie es bis jetzt ausgehalten haben, dann können Sie den Kanal auch gleich abonnieren. Dabei auch auf die Glocke drücken, weil dann kriegen Sie auch immer gleich mit, wenn die nächsten Videos da sind, wenn die neuen Videos da sind. Und ansonsten, wenn Sie wirklich zu viel Stress haben an der Börse, lesen Sie nach in der Apothekenumschau. Achtsamkeit, Meditation, Saftkuren, das alles wirkt wahre Wunder und unterschätzen Sie auch nie den guten alten Baldrian-Tee. Wir schaffen das. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.